In den letzten Monaten haben Arbeitnehmer vermehrt ärztliche Atteste vorgelegt, die besagen, dass eine Tätigkeit im Homeoffice aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen notwendig sei. Doch welche rechtlichen Implikationen, Komplikationen haben diese Atteste eigentlich und inwieweit sind Arbeitgeber verpflichtet, ihnen nachzukommen? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Einfach Recht, in dem wir heute das Thema Homeoffice-Atteste als Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung diskutieren werden. Um diese Fragen zu klären, werde ich zunächst mit dem Konzept der Arbeitsunfähigkeit und den Anforderungen an Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, mich befassen. Arbeitsunfähigkeit ist gesetzlich nicht genau definiert, auch wenn das die meisten nicht glauben, weil jeder doch so eine Ahnung und ein Wissen über Arbeitsunfähigkeiten hätte. Aber tatsächlich gibt es keine genaue Definition im deutschen Arbeitsrecht. Sie liegt aber gemäß Paragraph 2 der AU-Richtlinie vor, wenn ein Arbeitnehmer aufgrund von Krankheit seine zuletzt vor der Arbeitsunfähigkeit ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder nur unter der Gefahr der Verschlimmerung der Erkrankung ausführen kann. Hier also wichtig zu betonen, dass die konkret geschilderte Tätigkeit als Maßstab gilt und dann objektive Kriterien herangezogen werden müssen. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist das vom Gesetz vorgeschriebene Mittel zur Darlegung und zum Beweis der Arbeitsunfähigkeit. Diese Bescheinigung muss bestimmte Mindestinhalte, die wiederum im Paragraph 5 AU-Richtlinie enthalten sind, auch nachweisen, wie zum Beispiel den Namen des Arbeitnehmers, das Datum der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit und die voraussichtliche Dauer. Und diese AU-Richtlinie ist ganz spannend, weil die eben auch festschreibt, ja, wie lange soll der Arbeitnehmer eigentlich durch den Arzt erstmal maximal krankgeschrieben werden. Ja, das sind die 14 Tage, die 2 Wochen. Nur in Ausnahmen darf das maximal 4 Wochen sein. Da ist eine Menge an Kriterien geregelt. Also wenn ein Arbeitgeber, aber auch ein Arbeitnehmer mal wissen muss und auch wissen möchte, was darf der Arzt feststellen, was muss in der AU-Bescheinigung drin stehen, was muss an die Krankenkasse gemeldet werden, was sind Grenzen des Ganzen, ab wann darf ich Zweifel haben? Dann sollte er in diese AU-Richtlinie reinschauen und die ist erst wieder aktualisiert worden mit Geltung der neuen Regelung erst ab Ende Februar 2024. Deswegen auch ein spannender Beitrag, den ich hier aufgenommen habe. Seit der Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung können sich Arbeitnehmer telefonisch für bis zu 5 Tage krankschreiben lassen, was eben seit dem 7.12.2023 unbefristet gilt, gilt allerdings nur für Krankheitsbilder mit absehbar nicht schwerem Verlauf. Da habe ich aber auch schon eine gesonderte Podcast-Folge zu gemacht. Einfach mal reinschauen in meine Mediathek. Eine ordnungsgemäß ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat vor Gericht einen hohen Beweiswert, kann aber erschüttert werden, und da gibt es eine Menge an Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht mittlerweile, wenn ernsthafte Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit bestehen. Zum Beispiel, wenn die Bescheinigung die Dauer einer Kündigungsfrist passgenau umfasst. Nun zu dem neuen Phänomen, diesen sogenannten Homeoffice-Attesten. Diese Atteste werden vermehrt vorgelegt und besagen ja im Ergebnis nur, dass eine Tätigkeit des Mitarbeiters, des Arbeitnehmers ausschließlich im Homeoffice möglich sei. Doch was bedeutet das jetzt für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer? Ist das eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung? Ist das eine Verpflichtung, den Mitarbeiter nun nur noch im Homeoffice zu beschäftigen? Also diese Atteste werfen eine Vielzahl von arbeitsrechtlichen Fragen auf, wie auch zum Beispiel die Definition von Homeoffice und die Frage, ob der Arbeitnehmer dann teilweise arbeitsunfähig ist. Außerdem stellt sich die Frage, ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen anderen Arbeitsplatz zuweisen muss oder kann und ob das Gehalt weiter vorzuzahlen ist.
Es gibt verschiedene Formen der mobilen Arbeit, darunter Telearbeitsplätze, Homeoffice, ja, und die mobile Arbeit als solches. Während diese Telearbeitsplätze gesetzlich definiert sind, sind Homeoffice-Arbeitsplätze angelehnt an die Telearbeitsplätze mit Besonderheiten. Jedoch ist das reine mobile Arbeiten, oftmals auch Remote-Arbeiten genannt, viel flexibler und gesetzlich nicht geregelt. Diese Homeoffice-Atteste bescheinigen in der Regel keine vollständige Arbeitsunfähigkeit, sondern legen bestimmte Arbeitsbedingungen durch den Arzt fest, unter denen der Arzt meint, dass der Arbeitnehmer arbeiten kann. Eine Teilarbeitsunfähigkeit ist gesetzlich jedoch nicht vorgesehen und wird von der Rechtsprechung in der Regel auch verneint. Fraglich ist deshalb, ob sich aus Belastungen im Zusammenhang mit dem Arbeitsweg eine teilweise oder ganze Arbeitsunfähigkeit ergeben kann, und ob der Arzt überhaupt in der Lage ist, hier die entsprechende Entscheidung zu treffen oder ob er in das Direktionsrecht des Arbeitgebers eingreift. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass die Unfähigkeit, zum Beispiel den Arbeitsplatz zu erreichen, nicht als Arbeitsunfähigkeit gilt. Wenn ein Arbeitnehmer ein Homeoffice-Attest vorlegt, muss der Arbeitgeber im Rahmen seines Weisungsrechts nach 106 Gewerbeordnung die Arbeitsbedingungen berücksichtigen und kann gegebenenfalls einen anderen Arbeitsplatz zuweisen. Dazu muss er aber in die Lage versetzt werden. Das heißt, entweder muss der Arzt die notwendigen Angaben machen oder der Arbeitgeber hat ein Fragerecht gegenüber dem Arzt hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten. Der Arzt per se kann nicht festhalten und auch nicht dem Arbeitgeber fest und vorschreiben, ob der Mitarbeiter jetzt nur noch ausschließlich im Homeoffice beschäftigt werden kann. Der Arbeitgeber allerdings muss bei der Wahl des Arbeitsplatzes aufpassen und auch kontrollieren, dass, wenn er sagt, Homeoffice ist nicht erlaubt, mobiles Arbeiten ist nicht erlaubt, du musst ins Unternehmen kommen, weil dein Arbeitsvertrag das so vorsieht. Und wir keine arbeitsvertraglichen Besonderheiten oder Regelungen dazu haben, dann muss er auch prüfen, ob das zumutbar ist, weil er eben die Fürsorgepflicht und auch im Rahmen des Gesundheitsschutzes für seinen Arbeitnehmer beachten muss. Der Umgang mit diesen Homeoffice-Attesten ist bisher nicht höchstrichterlich geklärt. Arbeitgeber können jedoch diese Auskunft über die zugrunde liegenden Arbeitsbedingungen verlangen, um dann ihr Ermessen ordnungsgemäß ausüben zu können. Auch das Weisungsrecht des Arbeitgebers bleibt grundsätzlich bestehen. Allerdings muss er die Gesamtumstände und die beiderseitigen Interessen berücksichtigen, wobei betriebliche Abläufe und Notwendigkeiten da doch dem vorgehen, das heißt schwereres Gewicht haben, als die eventuelle Vermutung des Arztes, dass nur noch im Homeoffice gearbeitet werden könnte. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Vorlage eines Homeoffice-Attestes in der Regel keine Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers begründet, keine Verpflichtung des Arbeitgebers, den Mitarbeiter im Homeoffice zu beschäftigen. Lediglich im Rahmen seines Ermessens muss der Arbeitgeber darüber entscheiden, ob er dem Arbeitnehmer die Tätigkeit im Homeoffice zuweist oder ob er eine andere Beschäftigungsmöglichkeit sieht, die den ärztlichen Feststellungen Rechnung trägt. Das war unsere heutige Episode zum Thema Homeoffice-Atteste als Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Hier nur viele Fragen angerissen. Da kann man viel vertiefter reingehen. Wenn du da mehr lesen willst, wenn du mehr erfahren möchtest, dann gehe gern auf den Blog auf unserer Seite bei den Rechtsanwälten Wulff und Kollegen und zwar unter www.kanzlei-wulff.de. Ja, schreib uns auch gerne, indem du uns auf den sozialen Medien folgst und mit uns auch über die Dinge diskutierst. Wir würden uns freuen. Und eins nicht vergessen, wenn du Spaß an dieser Folge gehabt hast, wenn du Erkenntnisse hattest, dann abonniere diesen Kanal, damit du auch bei der nächsten Folge wieder dabei sein kannst. Wenn es heißt, herzlich willkommen zu Einfach Recht, dein Podcast rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin.
Dein Sandro Wulff, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und zertifizierter Mediator.